So, da bin ich wieder heute mit einer Was ist los mit Tron TRX Folge. Einige Leute haben mich gefragt, was gerade im Moment mit Tron los ist. Der steigt nämlich, während Bitcoin abkackt, hat Tron ordentlich zulegen können dieses Monat. Ich zeige euch heute, was ich alles rausgefunden habe. Also starten wir ins Video. So, hier sind wir auf der Tron-Webseite. Ich werde es heute kurz und knapp machen. Ich bin kein Tron-Profi. Falls ihr mehr Informationen habt, dann teilt die gerne mit uns. Ich habe jetzt nur das alles rausfinden können, was ich hier mit euch teile. Also, der Hauptgrund, den ich finden konnte, war der neue Stablecoin von Tron, nämlich der USDD. Und der USDD ist ein algorithmischer Stablecoin, der gleichzeitig auf Tron, auf Ethereum und der Binance Smart Chain läuft. Er ist vergleichbar mit dem UST, also dem Terra USD, der auch ein algorithmischer Stablecoin ist und ja auch große Prozente versprochen hat. Tron verspricht sogar noch mehr. Ja, und Tron will so ähnlich wie Terra auch Reserven aufbauen in Höhe von 10 Milliarden Dollar. Hier habe ich den offiziellen Guide für euch rausgesucht. Findet ihr auch alle Contract-Adressen, wie gesagt, auf Tron, auf der Binance Smart Chain. Und auf Ethereum ist dieser Coin jetzt verfügbar. Das bedeutet, ihr könnt ihn dezentral handeln auf Tron, auf SunSwap, auf der Binance Smart Chain, auf PancakeSwap, auf Ellipsis Finance, das kenne ich jetzt noch gar nicht, und auf Ethereum, auf Uniswap und Curve. Also man kann ihn mit den gängigsten Stablecoins swappen und auf SunSwap auch gegen Tron. Und es wird auch Liquidity Mining geben. Sie versprechen eine fixe Rate von 30%. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ja. Dass sie die Rate lange halten können, kann ich mir nicht vorstellen, weil sie haben ja auch nicht wirklich Einnahmen oder so. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Rate beständig sein wird. Ich habe mir das jetzt auf den einzelnen Plattformen für euch angeschaut und auf Justland hat man auch schon das Announcement zu USDD und man sieht hier, die maximale Rate ist 26,8 und 25,5%, ja, bei 100% Auslastung, ja. Je höher die Auslastung ist, desto höher sind auch die Prozente. Auf PancakeSwap konnte ich noch gar nichts dazu finden. Vielleicht wird das erst im Laufe der Zeit jetzt gelauncht. Der Coin ist ja jetzt wirklich ganz frisch rausgekommen. Auf SunSwap kann man ihn auf jeden Fall schon swappen. Und es gibt auf Sun.io schon zwei Pools. Ja. Einmal den USDT-Pool, also zwei Stablecoins mit 40 bis 42%, fast 40% in USDD und 1 bis 2,5% in Sun. Das ist der Governance-Token. Dann gibt es noch einen zweiten Pool, den USDD Tronics Pool, und da bekommt man satte 60 bis 70%, 51% in USDD und 7 bis 19% in Sun. Ja, das ist schon sehr, sehr heftig auf jeden Fall. Ist auch der riskantere Pool, weil da habt ihr einen Stablecoin drinnen und einmal Tron. Aber der USDT Pool ist ganz interessant. Es sind auf jeden Fall jetzt im Moment höhere APIs als jetzt bei Terra Luna zum Beispiel. Und so viel Prozent auf seine Stablecoins zu kriegen, ist schon sehr gut, muss man sagen. Und deswegen ist da auch gerade im Moment so ein Hype, ja. Deswegen kaufen im Moment so viele Leute Tron und packen es in den Pool oder swappen es gegen USDD und packen es mit einem anderen Stablecoin in den Pool. Wir sehen eh, es wird immer mehr, was da gelockt ist und gestaked ist. Falls ihr das Ganze schon ausprobiert habt, dann schreibt mir euren Erfahrungsbericht unten rein. Das würde uns sicher alle interessieren. Falls ihr mehr Informationen habt, natürlich auch bitte reinschreiben, aber das ist so im Moment der Hauptgrund, warum Tron so abgeht. Ja, und das merkt man auch am Tron-Preis, also Tron geht ordentlich ab. Ob das jetzt vom Bestand sein wird, ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben das bei Binance gesehen, die APIs haben sie nicht lange halten können bei den Liquidity Pools, also ein, zwei Monate, dann war es vorbei, dann sind die stark gesunken, ja. Das erwarte ich mir bei Tron eigentlich auch. Aber das heißt nicht, dass man das mal nicht ausprobieren könnte, ja, weil das sind schon ordentliche Prozent, die man da bekommt. Ja, das war's auch schon wieder von diesem kurzen Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video.